Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Blades of Time. Ich nutze die Pause hier mal, um meine Anmoderation zu machen. Wir haben beim letzten Mal wieder den Ätherwächter besiegt und schlagen uns weiter durch zum urgeweihten Land. Zero ist schon mal vorgegangen, hat uns hier den Endboss machen lassen. Und Michelle folgt uns. Ich gewöhne mich nur schwer an diese Veränderungen. Wo ist sie hin? In die Urgewaltenlande, wo der General des Chaos regiert. Gut, dann ist das jetzt sein Problem. Wenn sie eine Anwärterin ist, besteht dasselbe Risiko wie beim General. Doch unser Eindringen könnte den Friedensvertrag beenden. Du musst für uns das Mädchen holen. Ich? Das kann nicht dein Ernst sein. Folge ihr und halte dich im Hintergrund. Wenn sie den General töten kann, gib uns ein Signal. Dann kommen wir. Zero muss ein anderes Portal genommen haben. Keine Angst. Ihr zwei werdet euch auf dem Weg treffen. Alle Wege führen zu den Portalen. Urgewaltenlande. Der Name passt perfekt. Und wieder gab's neue Klamotten. Die sehen aber nett aus. Und passend zur Umgebung. So ein bisschen Schnee. Bisschen kalt. Kann unsere Ayumi mal ein bisschen abkühlen. Vielleicht bringt sie nicht alles und jeden um, was sie findet. Was ist das? Das war eine Statue. Der Das gibt's Altar da oben. Und wie immer die Monster. Was macht ihr denn hier? Na, Ayumi, hast du sie nicht vermisst? Deine Kumpels. Auf jeden Fall sind mir die hier wesentlich lieber als der Große, den ich nicht töten kann. Den hasse ich ja mittlerweile echt wie die Pest. Och, ich komme mir gerade schon mal mit den Knippen nicht klar. Die sterben gar nicht mehr nach so einem Killerangriff. Yeah. Ayumi, die Zauberkönigin. Ja, viel Rot in dieser weißen Landschaft. Sieht nicht mehr ganz so schön aus. Und er hat wieder ein Schild. Na klar. Warte, dann nehmen wir erst deinen Kumpel hier auseinander. Und dann kümmern wir uns um dich, okay? So, spulen wir nochmal zurück. Wie weit können wir? Wir können ja schon weit. Brauchen wir aber nicht, weil... Machen erstmal hier. Na, weißt schon nicht mehr wohin, wa? Kollege. Und da war das Schild weg. Endlich. Mal sehen, ob er was Neues für mich hat. Ayumi nicht, der ist böse. Ich will da nicht hin. Aber wir müssen wahrscheinlich, ja. Der Weg wird uns sonst vom Chaos versperrt. Können wir da so irgendwie hoch? Nö. Ja, ist das pure Böse. Hier, nimm deine Seelen. Massiver Brand. Den will ich nicht. Kann aber nur den. Combo Rage. Mehr Rage durch Einsatz von Kombos. Feuerwaffe. Doppelten Schaden bei Start und Ziehen. Das finde ich gut. So, da müssen wir erstmal wieder aufladen, um den Skill zu meistern. Ohne auf die Mütze zu kriegen, wäre natürlich ein Highlight. So, da wäre die erste Ladung. So, und dann machen wir... das war nicht X. Jetzt war ich gerade auf PlayStation Controller. Das war der falsche Knopf.
So, metzeln wir uns hier mal so ein bisschen links, rechts, gerade, bumm, zack, wow, peng, uah. So, Leute, seid ihr alle da? Sechs Mann? Oh, ich komme da gar nicht hin. Das ist jetzt schon wieder so, den rechten Knopf gedrückt halten, um auf den linken zu drücken. Da muss man doch den Controller schon wieder in zwei Hände nehmen. Das kriege ich doch als alter Controller-Ligastheniker überhaupt nicht hin. So. Holla, die Waldfee und Zähne. Aber das fetzt richtig, ja. Das macht richtig ordentliche Bums. Du hast es wirklich eilig, zum Tempel zu kommen, oder? Na, endlich hast du es gemerkt. Ich wollte schon immer dorthin. Er ist das Herz der Drachenkultur. Dort haben die Drachen ihre Initiation des Wegs abgeschlossen. Und dort fanden sie ihre wahre Macht und Stärke. Als der Hüter des Chaos den Tempel einnahm, war es aus für uns Drachen. Der Weg des Drachen ist inzwischen Geschichte. Das ist ja alles sehr interessant. Aber besser wäre es, wenn du mir statt all der historischen Fakten sagen würdest, wo ich ein paar Goldbarren finden kann. Die sind immer noch nur auf ihre Schätze getrimmt. Da fällt mir auch... der leuchtet. Mein Kompass leuchtet. Na, direkt vor der Nase. Ich werde ja bekloppt. Ein magischer Ring verstärkt die Wirkung des Schattenfreundes. Den Schattenfreund, den ich jetzt wie oft schon hatte und gerufen habe. Wie konnte man den überhaupt rufen? Habe ich den schon? Zum Feinpreschen. Gleitbrand? Nö, wir haben noch keinen Schattenfreund. Na dann erst beim nächsten Mal, wa? So, hier gibt's nichts. Da habe ich jetzt wirklich nur durch Zufall gesehen, dass das leuchtet. Das hat früher mal vibriert. Nach der ganzen Zeit auf den Ätherinseln hatte ich das Chaos schon fast verdrängt. Das ist nicht mein Kumpel da hinten, nee. Gott sei Dank. Chaosmonster! Ah, nicht mehr lange. Die wollen doch auch nur spielen. Aber es hält ja doch die Chaosmonster fern, mein Zauber. Also, weiß ich nicht. Ich bin mir noch uneinig über Ayumis Rolle. So, alle? Ja. Wer seid ihr? Sie beherrschen Kältezauber. Sei vorsichtig. Halte dich von den Kältewellen fern. Der Urgewaltenspalter, das ist ja auch mein Name. Hat er hier die ganzen Kollegen in die Front oder was? Wo ist er denn eigentlich hin? Wir lesen erstmal die Buchseite. All die Bücher, die ich in der Gildenbibliothek gesehen habe, beziehen sich auf eine Legende, die ihren Ursprung tief in der Vergangenheit hat. Sie handelt von einer Welt namens Dragonland, deren Zivilisation in einem Vulkanausbruch vernichtet wurde. Sie erklärt jedoch nicht, wie und warum die miteinander verbundenen Portale sowohl in unserer Welt als auch in Dragonland existieren. Dragonland wird als idealer Ort für Schatzsucher dargestellt, die dort ihr Glück versuchen können. Doch in all den Büchern findet sich nichts über die Flora, Fauna oder mögliche Überlebende. Das klingt gerade nach unserem Ausbilder. Ausbilder Schmidt hat gepostet. Ganz, also schießen, ganz doofe Idee. Alter, wie weit gehen die? Hallo? Ob ihr eine Macke habt? Was ist denn das für eine Kacke? Das ist doch beschiss, wenn die zu zweit sind. Super, ich kann ja auch wunderbar in der Luft kämpfen, aber halt ohne die B-Typen. Dann macht der eine Welle, dann macht der andere eine Welle. Oh.
Da könnte ich mich schon mal ein bisschen aufregen drüber. So, jetzt. Runter mit dem Helm. Nee, noch nicht. Hui. Und nochmal. Druf da. Gib mir dein Helm. Gib mir dein Helm. Ist das wieder sowas, wo ich zurückspulen muss? Wollen wir das mal testen? So, da sitze ich oben drauf. Ja, da müssen wir zu zweit drauf sitzen. Na, das muss man doch auch erstmal wissen. So, Kollege, jetzt hast du ausgeschissen. Alleine bist du kein Ding. Naja. Wenn ich ein bisschen ausweichen könnte, wärst du kein Ding. One gegen one. Oh, wo kam der denn her? Den habe ich nicht kommen sehen. So, Nummer 1. Hopp, 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 hopp. Und Nummer 2. Das war jetzt aber irgendwie nicht die richtige. So. Von vorne. Hier entlang, Ayumi. Dann waren auch Sie Diener des Generals? Ich glaube ja. Der Hüter des Chaos unterwarf und scharte verschiedenste Kreaturen um sich. Er versklavte sie, indem er ihnen die Macht nahm. Selbst den Drachen. Wenn der General den Hüter wirklich ersetzt hat, untersteht die ganze Armee des Chaos seinem Kommando. Wenn ich den General stellen will, muss ich wissen, ob er genau wie der Hüter die Macht hat, Menschen zu Sklaven zu machen. Nein, der Hüter war der Einzige, der das vermochte. Vielleicht hat sich der General nur aus diesem Grund auf einen Waffenstillstand mit den Ätherwächtern eingelassen. Dieser Krieg war sinnlos, denn er hätte nie geendet. Ein eingefrorenes Blümchen. So, wir haben da eine. Wir haben keine Schätze in der Nähe. Anders. Ich muss runtergehen. Oh, ist ja alles nicht so schlimm. Wir können ja hier ein bisschen rumspielen, ne? Ist jetzt auch ein bisschen langweilig, ja? Wir können ihn ja zumindest rekursiv die Schilder wegschießen. Na, bleib stehen. Stehen bleiben, sei zu. Oder klemm dich selber fest, ist auch okay. Kann ich auch mitleben. So, der hat dann auch kein Schild mehr. Dann du. Kann ich eigentlich zoomen? Ja. Ach, das ist direkt auf dem Gegner. Ach. Stimmt, haben sie mir am Anfang erklärt und ich habe es schon wieder verdrängt. So, da geht es dann nicht weiter. Die Dinger kannst du echt nur mitten. Gibt es denn hier keinen Weg raus? Feuerzauber aufmachen anscheinend. Erstarrt, aber noch lebendig. Du kommst hier weg, wenn du das Eis brichst und die Korallen befreist. Ha, wir müssen das Eis brechen. Jungs, wollt doch nicht mal eine Runde mit mir quatschen? Ein paar Jokes loslassen? Oder ihr geht einfach sterben. Das Übliche halt, ja? Zing, zack, bum, ping. Ach, warte, bevor ich euch hier alle umbringe, machen wir erstmal einen auf den und den großen Feuer. Aber das hat nicht gereicht, ne? Wie soll ich denn das sonst hier rausholen? Es hat funktioniert. Ich brauche mehr Korallen. Nee, also spontan würde ich sagen, brauche ich mehr Mana. Rage, Entschuldigung. Rage heißt es ja. Ach, da kommen auch immer Gegner nach. Das ist ja super, wie das funktioniert. Oh, da habe ich gepennt. Da, oh Gott. Drei volle Heilungstanks und ich hab's verpennt. Das war echt doof. Naja. Nächster Versuch. Es geht nicht anders. Ich muss runtergehen. Gibt es denn hier keinen Weg raus? Hallo Jungs. Diese Korallen sind erstarrt, aber noch lebendig. Du kommst hier weg, wenn du das Eis brichst und die Korallen befreist.
Hat mir das jetzt irgendwie geholfen? Zweimal muss ich gegenhauen anscheinend. Vorsicht, Leben. Hoffentlich funktioniert es. Das habe ich jetzt aber nicht frei geprügelt. Ich habe gerade nicht den Knopf gedrückt. Oder haut ihr... Ach, der mit der Heuschrecke. Ah, der Große ist da. Oh, wie viel sind das denn? Meine Güte. Hui, hui, hui. Ich habe keine Leben mehr. Er kloppt das hier frei für mich. Das ist sehr nett. So, jetzt habe ich keine Leben mehr und... Doch, ich habe wieder Leben. Das ist gut. Aber ich möchte gerade nicht gegen die Heuschrecke an. Wie komme ich denn da jetzt wieder hoch? Fans. Muss ich die jetzt alle platt machen vorher? Ich glaube, hier ist die Schießvariante doch am effektivsten. Kann doch hier nicht alle weg mit sind, wenn die hier zu 20 auf mich imprügeln. So, vorsichtig mit den Leben. Es sind nämlich nicht mehr so viele davon da. Oh, was ich ohne diese Knifte machen würde, ey. Merk ja völlig am Popo. Es leuchtet immer RB auf, aber wenn ich ihn drücke, passiert nichts. Finde ich auch ein bisschen nicht so schön gelungen. Jetzt hat's mal geklappt. Na, kommt doch her, Jungs. Kommt, 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 kommt. So, Feuersturm. Hat er, kann er, macht er. Das finde ich gerade schon wieder beschiss. Haben sie mich hier schön eingekesselt, super gemacht. Durch den Feuersturm durch, jawohl, da können wir noch mal ein bisschen rumschießen. Da müssen wir noch mal spulen. So, und noch mal das schöne Schild. Ayumi, nicht jetzt nachladen, Mensch, das ist doch nicht schön. Mädel. Irgendwie, will der mit dem Schild noch nicht so richtig. Ich habe ja hier natürlich auch eine ganz schlechte Position zum Schießen, ne? Ich kann mich hier nicht wirklich bewegen, ich komme hier nicht weg. Aber er fängt an zu schaukeln. Da muss man noch einmal spulen, würde ich sagen. Genau, wir laden jetzt nochmal nach. Oh, super. Und da war sein Schild endlich hin. Nochmal kurz geheilt. Da war er tot. Und wo ist jetzt diese olle Heuschrecke da hinten? Können wir doch trotzdem erschießen, oder? Gut, das Eis kommt nicht so weit. Das heißt, wir können ihn von hier alle machen. Aber stimmt, bringt ja nichts. Na, clever. Wieder voll rein. Hallo. So, Kollege. Zeig mal her dein Helm. Mach auf da. Zack, von hinten nochmal. So muss das hin. So, da geht's hoch. So, wie sieht's mit Kompass? Irgendwas? Nö. Dann würde ich sagen, geht's da lang weiter. Darüber. So. Da.
Ja, genau. Und hoch und weg und fertig. So. Zeit ist rum. Ayumi, mach nochmal eine Pose. Eine Pose. Ne, dann bleib einfach so stehen. So, ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge und bis dahin. Ihr wollt keine Folge mehr von Blades of Times und der bezaubernden Ayumi verpassen? Dann klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung oder in der Endcard und ihr gelangt zur Playlist. Also, bis dahin!